Herzlich willkommen zurück zum Let's Play Roman Sophia. In diesem Part mache ich mal andere Musik an, weil die einfach nervt. Irgendwie. Okay. Also im letzten Part habe ich hier runter gemacht. Ich habe einen Sonnenschirm, um diese staubige, widerliche Vulkanasche von meinem niedlichen Kamin fernzuhalten. Die Musik hier ist übrigens Kirby's Dream World. Jetzt nicht nötig war. Mal sehen, was als nächstes kommt. Komm schnell drauf. Das weiß, kannst du ja mal irgendwie in die Kommentare schreiben oder so. Ist es irgendwas mit Mario oder Zelda? Ist hier noch jemand? Team 32. Kann ich gut gebrauchen. Ja, okay. Jetzt ist es klar. Es wird nichts. Das ist die Musik von Hyrule. Aber ich nenne es immer Hyrule. Klingt lustiger und besser. Komm,
So. Wir fangen jetzt den Kampf. Nein? Ach, es war ein Smaragd. Ich habe erst Smaragd gespielt. Das hier ist Lana, glaube ich. Oh, hallo, wer bist du? Du heißt Dikas? Ich sehe schon, du bist ein Trainer. Und das bedeutet, du nutzt das Pokémon-Lagerungssystem, das ich entwickelt habe. Ich bin durch simple Deduktion so wie zum Schluss gekommen. Du hast mich angesprochen, weil du mit diesem PC arbeiten wirst. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ach, Lanette hieß sie. War Lanette? Ich bin Lanette. Ich bin ehrlich und freut, dich kennenzulernen. Und ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, besuch mich doch mal. Ich wohne auf der Route 114, ganz alleine. Und niemand ist bei mir. Und ich frage mich, ob ich geheilt habe. Ja, und ich hab's getan. Da gibt's, glaube ich, was. Das ist das Seelenhaus. Nach der Arena wird er hier im Loch reingegangen und dann gibt es das zweite Fossil. Ist besiegt. Ich muss mal mit Rotten. Ab so warm. Stärke des Feuers, rote Geschwisch. Was bringst du noch bei Knospi? Ach, Locklei gewonnen. Das dürfte schnell gehen. Was noch ein Schmerben? Was? Und selbst du? Nach dem Essen muss ich Sport treiben. Also lass uns kämpfen. Merrill. Vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich. Erzähl das Pokémon. Ich gebe dir auch dies hier.
eine Puppe. Aber übrigens, da drin sieht es echt unordentlich aus. Ja. Kämpft mit mir, Tyra. Und Ivy. Zack. Hat's Nachtnebel gebracht? Ja. Doch irgendwie mit höherer Trefferrate. Warum ich auch nicht nochmal eingesetzt habe. Kommt ja bloß seltener. Aber klingt auch cool. Mogli, das ist gut. Jettle, endlich gerade zu vergessen. Planus. Planus ist cool. Das hier ist sowas wie eine Gesteinsrunde hier. Die ganzen Gesteins- und Kampftrainer. Hallo. Spende? Nee, glaub nicht. Nein. Danke schön, nicht. Und der erste Trainer? Mit Vogel-Pokémon. Ja. Mit den Lager... Ach nein, nein, egal. Ich hasse gerne. Du hast den Kampf angefangen und musst ihn auch beenden. Und ich hätte Mogli hier einsetzen können. Na toll, ne? Komm. Ach, Mast. Mast. Ach, Mast. Jetzt sag ich Mast. So ein Mast. Nummer 1 von den Gesteinstrainern. Kleinstein. Und ich hab das Falsche vorne. Wieso auch immer.
du jetzt da die Sonne nach Sonnenstein? Hey, sogar die Magna leistet uns Gesellschaft. Aber es ist viel zu anstrengend, sich mit allen auseinanderzusetzen. Hier, das spielt auch keine Rolle. Wir haben den Meter über uns und haben uns auch auf der Schule. Hey, wir sind nicht mehr, was du von dir war es auch schon mit Let's Play Roman Saphir und bis zum nächsten Part.